und vor allem ganz interessant. Mit dabei Alexandra Butwiner, Eliska Klutschinova, Katerina Netzvertajewa und außen Marjolein Lindemans. Die zweite von außen, die interessiert uns jetzt am stärksten natürlich. Wie gesagt, sie ist keine überragende 200-Meter-Läuferin, aber wenn sie da dranbleiben kann, 24,89, ihre Bestzeit. Und sie kommt da durchaus und kämpft sogar noch um den Laufsieg mit. Und es ist 24,69 für Eliska Klutschinova. Auch wieder gute Windverhältnisse. Und da könnte sich hier im Bereich ihrer Bestmarke platziert haben. So, die bestätigte Bestzeit für Eliska Klutschinova 24,69. Gibt keinen neuen persönlichen Rekord. Butwiner 24,74. Und Nafisa Tutiam mit 24,78. Um ein 1/1 besser als bisher. Immerhin 10 Punkte ist das Ganze wert. Und das ist eine interessante Marke in Bezug auf Brian Tyson-Eaton. Dritte Verbesserung für Tiam. Nur im Hochsprung hat es ganz knapp nicht gereicht, aber das war auch eine Outdoor, also eine Freiluft-Bestmarke. Also die Belgierin, die Junioren-Europameisterin von Rieti 2013, glänzt hier in Götzis. Laufsiegerin mit 24,69. Klutschinova bis jetzt die schnellste, aber die Niederländerin Anouk Vetter. Und wir haben noch drei Läufe. Also hier die Bestleistung für Tiam.